wenn man mit dem Auto überall durch muss, da hat es der Bürgermeister hier viel einfacher. Der wird nämlich mit seinem Fahrrad fahren. Stopp, du darfst auch noch mal ganz kurz aussteigen, bitte. Bleib mit dir. Also wer ist? Eben, deswegen einmal kurz aussteigen und dann machen wir noch einen kurzen Routencheck und dann geht's los. So. Aber wenigstens war er angeschnallt für die kurze Strecke. Das muss man ja sagen. Vielleicht noch kurz, jetzt sind es noch die letzten Minuten, wo man seinen Tipp abgeben kann. Wer verliert diese Wette? Der Storb aus Deutschlands Mix der Morning Show von Big FM oder der Bürgermeister dieser fantastischen Stadt, Ulm nämlich, auf dem Fahrrad, während du mit dem Auto fahren musst. Also, ne? Also wenn es so weitergeht, wie ich gerade aus der Tiefgarage bis hier hingefahren bin, dann ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber setzt auf mich! Ich bin der Sieger der Herzen dann. So, also, nochmal schnell abstimmen. Diese kleinen Abstimmungszettel gibt es hier am Big FM-Stand, aber auch bei der Radkultur Baden-Württemberg. Einfach auf den Gewinner dieses Battles tippen und mit ein bisschen Glück ein unfassbar geiles Fahrrad gewinnen. Ich bin gerade damit aufgefahren und habe gedacht, ja, jetzt sollte ich mir vielleicht auch nochmal ein Fahrrad kaufen. Das Fahrrad steht direkt vor der Big FM-Bühne, kann man sich angucken. Das kann man dann heute um, ich würde mal fast sagen, 13.35 Uhr. Moment! Wieder mit. Was soll das denn heißen? Naja, der Bürgermeister wird um 13.30 Uhr spätestens wieder da sein. Man sieht ja auch, man sieht aber auch, wie schnell ich fahre an der Seite des Autos, ja? Also, ich gebe alles. Nochmal ganz kurz, einmal, damit wir alle auf dem gleichen Stand der Dinge sind. Die Route, die für beide gilt, der erste Stopp sind die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm in der Wichamstraße. Da muss mal eine Packung gelber Sack abholen werden. Das passt ganz gut, bei mir fehlen die gerade zu Hause. Das ist sehr schön. Der zweite Stopp ist der Tiergarten Ulm in der Friedrichsau. Da muss eine Postkarte bei Frau Meckle abgeholt werden. Ah, die Frau Meckle. Ja, die Frau Meckle an der Kasse weiß ganz genau Bescheid, dass ihr da eine Postkarte abholt. Und der dritte Stopp ist das Theater in Ulm. Da muss ein Programmheft abgeholt werden. So, das sind die drei Stopps. Man muss natürlich dann auch wieder hierher, weil das Ziel ist hier. Kann er sich was merken, der Storb? Er hat, weil er ja auch nicht, weil er ja nicht gebürtig aus Ulm kommt, auch jemanden dabei, der ihm da ein bisschen helfen kann. Ich glaube, die Person kann das merken, oder? Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Theater schon läuft, wenn ich schon da bin oder so, weil ich das Programm gar nicht mehr brauche, weil es läuft schon wieder. Aber na gut, ich bin da gute Dinge. Okay, dann würde ich sagen, damit das fair ist, du darfst dich jetzt ins Auto setzen. Handschlag nochmal, sehr schön. Er weiß, dass er verliert. Nein, er nicht. Er weiß es einfach. So. Ich würde mal sagen, sie stehen entgegengesetzt zueinander. Ja, du darfst halt nicht durch die Fußgängerzone. Ja, ist klar. Also, auf die Plätze, fertig, los! Hopp, 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 hopp!